Deutsche Memes, die Sahne essen, rein in die Masse. Nix, was unter 100 Euro ist. Noch nicht mal Socken. Wir sagen immer, lieber Arm ab als Arm dran, ne? Lieber Arm ab als Arm dran. Nein, andersrum, what the fuck? Genau. Nein, lieber Arm dran als Arm ab. So war das Sprichwort. Yo Leute, schickt mir in Zukunft gerne Clips über Instagram, Links in der Beschreibung. Und ansonsten viel Spaß beim Video, gehen wir rein ins Intro. Kuss, kuss, kuss. Deutsche Memes. Sieht man das? Ja. Da auch erstmal ein Stößchen. Digga, änder mal das scheiß Intro, das kotzt mich so an, Alter, wirklich. Let's go. Herrlich. Herrlich. Allein die Impfung. Ja. Wenn sie sehen, die Leute in den Impfzentren, die sind glücklich. Ich bin's auch. Ich auch. Ich habe nach der Impfung auch einen Heulkrampf bekommen, einfach direkt. Und mich voll geschissen. Das liegt aber nicht an der Spritze, sondern einfach deshalb, weil ich so glücklich war. Als nächstes haben wir hier zweimal Vollmilch. Weil Fettarme habe ich ja schon. Oh. Ja? Gute Frage eigentlich. Ich weiß ja nicht mal, was Abitur ist. Das ist ja eine flotte Biene. Sie ist meine Cousine. Ehrlich? Wir sind doch alle Cousins und Cousinen. Schon klar, du hast recht. Digga, rein in die Masse. Digga. Sonja, was sagst du heute Abend? Wie viel geht's aus? Bruder, als ob ihr Kopf irgendwas sagen würde. Spiel. Türkei gegen Italien. Was ist Endstand? Kann auch sein, dass beide gleiche Tore schießen. Wie also viele aber? Zwei gegen zwei. Was sagt dein Herz? Was sagt dein Bauch? Dein Kopf? Mein Kopf sagt... Ich hätte gern alle 5 Minuten ein Kölsch. Alle 5 Minuten ein Kölsch. Muss ich jetzt genau gucken. Bis ich sage, schneller. Mir. Richtig und wichtig. Hilf mir bitte. Hilf mir. Max und ich am Freitag. Das bin ich und das ist Max. Kannst du mir helfen? Ich kann dir nicht helfen. Kannst du mir helfen? Ich bin selber kaputt. Toi, toi, toi. Gib dein Bestes. Das wird. Weiß ich nicht. Du schaffst das. Ich schaff das nicht. Ich schaff das wirklich nicht. Ich möchte einfach... Ich schaff das... ja. Wer hat gesagt, Marcel, ich zeig dir jetzt meinen Penis und hat sich dann nicht getraut, weil er meinte, er wäre zu dreckig? Oh, Digga, what the fuck? What the fuck? Zu dreckig? Weiß ich nicht. Ja. Wer sowas ja, macht. Ich weiß es aber noch. Der fängt mit K an. Und hat immer so eine Burger King Krone auf dem Dötz. The War of Independence and the Civil War are central to understanding the contemporary US, its values and mores. For the United Kingdom, its history is an empire upon which the sun never set. Ah. For France, the French Revolution, Napoleon. Ah. Wirklich in die Fluten der Fließgewässer kommt und insofern immer ein. Ja, die Cam war davor, ist egal. Eine doch deutlich erhöhte Anzahl von Keimen dort hineingelangt. Welche Krankheiten kann ich davon bekommen? Sie können mit Sicherheit oder Sie können durchaus. Entschuldigen Sie, darf ich ganz kurz nachgucken? Aber natürlich. Okay. Stehen bleiben! Stehen bleiben! Wow! Travis Scott ist krass. Punkt. Travis Scott ist ein Hundesohn. What the fuck? Aber Bruder, lass uns bitte in Ruhe. Meine Leute, unser Umkreis, bitte lass uns in Ruhe, Bruder. Ich habe ihr vorher ausdrücklich gesagt, bitte elegante Sachen mitnehmen, sportliche Sachen mitnehmen und auch zum Baden etwas mitnehmen. Das habe ich ausdrücklich gesagt, das hat sie schriftlich bekommen. Rauchen ist ungesund. Ach echt? Oh mein Gott, ich dachte, es wäre gesund. Oh mein Gott, ich dachte, ich könnte einfach eine Zigarette nehmen und die essen. So. Digga, man kann ja auch wirklich alles machen, um in den Clip zu kommen, oder? Man kann ja auch wirklich einfach alles machen, um in eine Meme-Compilation zu kommen, Chat, oder? Soundcheck. Madison Brooks reporting, I'm not getting any sound. What the hell? Did you just lick my ear? Okay. Going live. Soundcheck good.
Digga, Trimax einfach, wenn er einen Pool hat. Bitte Sprühsahne. Morgen mal. Sag mir, willst du in meinen Mund wandern? Nein, die Sahne redet nicht. Halt. So. Bastia. Dann sollte ich mir doch den Willen der Sahne begnügen. Ich kotze gleich. Man kann ja auch Sprühsahne befragen. Und der Wille dieser Sprühsahne, von meiner heiligen Sprühsahne, war halt unbedingt, dass sie in meinen Mund springen wollte. Ey, man muss sich vorstellen, da sitzen Autoren und denken sich das aus. Da sitzen Autoren und denken sich diese Geschichte aus. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass sich das jemand ausgedacht hat, Digga, diese Storyline. Normal sind 6,40 Meter und mit diesen 7,40 Meter ließ er auch noch einen halben Meter Platz bis zur Hafenkante, sodass nur an den tiefer gelegenen Gebieten es etwas rübergeschwappt ist. Ist einfach Kevin, what the fuck? Im Moment hofft man hier in Norddeich, dass der Wind so lausch bleibt, wie er im Moment. Was macht Papa Platte da? Ist und vor allen Dingen, dass er weiterhin. Ist einfach wirklich. Wartet, Chat. Das ist einfach der hier. Guck mal, das ist einfach er hier. Das ist einfach er. Guck, das sind genau die gleichen Moves. So lausch bleibt, wie er im Moment ist. Und vor allen Dingen, dass er weiterhin aus südwestlichen Richtungen weht. Buongiorno. We will rock you. One moment, please. Was heißt nochmal, bestellen? Bestell. Hilf mir, mein Englisch, ich hab's schon oft genug gesagt, ist jetzt nicht so gut. Ja. Leute, ihr seid doch jetzt echt nicht so blöd, um was zu bestellen. We call. Bestell. Okay. Ordner ist, das, wo man was abhält, Leute. Bestell ist, Englisch. Okay, thank you. Polizei! Du hast 1 Gramm in Bayern dabei. Polizei! Wie jeder nochmal schreit Polizei. Alle, die reinlaufen, schreien Polizei. Es wäre so geil, wenn jetzt einer durchläuft und schreit Feuerwehr! Polizei! Feuerwehr! Was ist das denn? Diesmal trinke ich nichts, 1 Stunde später. Carina, du Schlaftablette an die Arbeit! What the fuck? Mein Gott, kann die Beschlampe gegen die Arbeit? Also Hilfe. Michael M. fragt, kann die Kreckleiche nicht mal einer wegräumen? Nun ja, zunächst hier bin ich. Ich bin keine Leiche, ich bin noch unterwegs. Aber der ein oder andere, der sich hier nicht impfen lässt, der könnte demnächst eine Leiche sein mit oder ohne Crack-Konsum. Ich hatte tatsächlich mal ganz, ganz merkwürdig... Ich hatte mal einen Sextraum mit einer Schlange. What the fuck, Tanzverbot. Keine Ahnung wie, aber der war auch so intensiv, dass ich mich heute daran erinnern kann. Ich hatte richtig auch dieses Gefühl. Ich hatte Sex mit einer Schlange gehabt. Und irgendwo an der Seite war eine Öffnung gewesen. Ich habe keine Ahnung, wie die Anatomie einer Schlange aussieht. Ich habe keine Ahnung, aber ich hatte in meinem Traum Sex mit einer Schlange. Sehr chillig. Und hört auf mich deswegen fertig zu machen. Ich kann doch meinen Traum nicht beeinflussen. Digga, natürlich cringe. Du kannst nicht luzid träumen. Actually die Opfer. Seid ihr so Psychotherapeuten und könnt mir sagen, warum ich davon träume, mit einer Schlange Sex zu haben? Also wieso hatte ich im Traum Sex mit einer Schlange? Ich verstehe es nicht. I'm not speaking. Ich rufe dich an, weil du mich darum gebetet hattest. Gebetet? Hallo, wer bist du denn? Ich bin von letzter Nacht. Was für letzte Nacht? Wie heißt du denn? Du erinnerst dich nicht mehr an mich? Bist du jetzt im Ernst? Oh, aber wir hatten so viel Spaß. Komm schon. Wir hatten Spaß? In dem Sinne würde ich einfach mal locker flockig behaupten. Wiederschauen und reingehauen. Ab dafür.